In den nächsten 6 Monaten wird sich entscheiden, ob die Bürgerinnen und Bürger in Europa effektive Mitbestimmungsmöglichkeiten bekommen oder ob ihnen nur ein demokratisches Feigenblatt bereitgestellt wird. Es gibt zurzeit Debatten über eine Verordnung für eine europäische Bürgerinitiative. Wir sind sehr unzufrieden mit dem bisherigen Entwurf. Er enthält viel zu hohe Hürden. Wir befürchten, dass nur große und organisationsstarke Organisationen sich dieses Instrumentes bemächtigen können und dass der wirkliche Mehrwert durch ein solches Instrument viel zu schwach ist. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass es eine wirklich bürgerfreundliche europäische Bürgerinitiative gibt. Das heißt, die Hürden müssen runter. Es muss möglich sein, auch vertragsändernde Bürgerinitiativen vorzuschlagen. Die Online-Internet-Eintragung muss anwendungsfreundlich ausgestaltet sein. Und Initiativen dürfen nicht einfach vom Tisch gewischt werden, wenn die Kommission der Meinung ist, dass es ihr nicht gefällt. Deswegen schauen wir uns diese Bürgerinitiative genau an. Und vor allen Dingen schauen wir uns an, was macht eigentlich die Kommission gerade aus diesem relativ abstrakten Vorschlag, der eben jetzt im Vertrag von Lissabon drinsteht. Und deswegen ist das eine spannende Sache, eine Tagung mit mehr Demokratie zu diesem Thema zu machen. Denn ich erhoffe mir daraus, dass wir es schaffen, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen professionellen Hintergründen, die aber alle zu diesem Thema arbeiten, zusammenzubringen. Also im Moment geht es um die Ausgestaltung der Europäischen Bürgerinitiative. Wie ist das Instrument geregelt, sodass die Menschen sich tatsächlich auch beteiligen können? Das heißt, sie können die Idee vorbringen und die Europäische Kommission kann dann darüber entscheiden, ob die Idee umgesetzt werden soll oder nicht. Und das ist zwar ein erster Schritt und auch ein guter Schritt, aber danach kommen ja noch ganz viele andere Schritte. Und am Ende von diesem Prozess steht dann, wenn wir Glück haben und wenn wir es gut anstellen, eine echte Möglichkeit der Mitbestimmung. Also nicht nur einen Vorschlag machen, sondern auch selber bestimmen. Und wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir uns gut vernetzen. Das heißt, die Zivilgesellschaft in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, muss, um so ein Ziel zu erreichen, wirklich eng zusammenarbeiten. Ich finde, dass die Europäische Bürgerinitiative gerade für junge Leute wie mich und wie meine Freunde eine große Chance ist, eben Europa noch mehr kennenzulernen und aber auch eine Chance für die EU, den Bürgern und den Jugendlichen näher zu bringen. Denn gerade wir Jugendlichen, wir sind mit der EU groß geworden, wir haben gesehen, wie sich entwickelt hat und wir nutzen die EU auch, indem wir eben reisen können, indem wir Erasmus-Studiengänge belegen können, indem wir Praktika in europäischen Institutionen machen können. Aber dennoch ist, obwohl wir die Medien so viel nutzen, die EU oft noch weit weg. Ich bin Günther Sölken. Ich habe vor einigen Jahren angefangen, mich im Bereich der Zivilgesellschaft und auch der NGOs zu engagieren. Und dabei habe ich gemerkt, dass wir allzu häufig schnell an unsere Grenzen stoßen. Vielfach sind dies Grenzen, die in der Zuständigkeit der Europäischen Kommission begründet liegen. Ein zweites Moment war noch dabei, dass ich auch bei Konferenzen gemerkt habe, wie wenig wir Europäer übereinander wissen. Und das hat mich eigentlich zu mehr Demokratie gebracht, die das Thema Europa, Lissabon-Vertrag auf die Tagesordnung gesetzt hatten. Und dabei entstand die Idee, eine Konferenz oder eine Tagung zum Thema der Europäischen Bürgerinitiative durchzuführen. Ich muss sagen, ich habe mein Bewusstsein als Europäerin dadurch gewonnen, dass ich davor eben eine Staatsbürgerschaft hatte, die nicht zur EU dazugehört hat. Und eben erst durch den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft habe ich dann eben gemerkt, welche Möglichkeiten Europa eigentlich hat und welche Möglichkeiten man dann eben nutzen kann. Eben gerade was das Reisen angeht, auch was Praktika angeht, was das Studium angeht, dass man einfach auch in anderen Ländern studieren kann, ohne wirkliche Beschränkungen zu haben und wirklich dann auch mit internationalen Studenten zusammenkommt, die aus allen möglichen EU-Staaten kommen. Man muss bei der Europäischen Bürgerinitiative eines wissen, es ist weder eine Petition, noch ist es ein Volksinitiativrecht im Schweizer Sinne. Das heißt, es wird auch mit einer noch so guten Verordnung nicht möglich sein, dass es zum Beispiel eine Volksabstimmung gibt über europäische Themen. Es wird und bleibt immer ein Anregungs- bzw. Initiativrecht bleiben. Trotzdem kommt es sehr darauf an, dass man wenigstens dieses bürgerfreundlich ausgestaltet. Ich glaube, dass die Europäische Bürgerinitiative, wenn sie vernünftig geregelt ist, zumindest für eine stärkere europäische politische Öffentlichkeit sorgen kann.
dass sie die europäische Zivilgesellschaft stärker vernetzen, helfen kann und dass man auch die Möglichkeit hat, die Politik der EU-Kommission punktuell zu korrigieren. Das ist zumindest meine Hoffnung. Es ist allerdings kein Instrument für einen grundsätzlichen Politikwechsel. Es wird jetzt aktuell, deswegen machen wir diese Tagung auch zu diesem Zeitpunkt, ganz stark darauf ankommen, wie wird eigentlich dieser noch relativ allgemein gehaltene Artikel zur Bürgerinitiative im Vertrag von Lissabon tatsächlich praktisch umgesetzt. Und für mich ist es ganz entscheidend hinsichtlich der Frage, wie anwendbar ist die eigentlich? Und ist die eigentlich vielleicht nur ein Feigenblatt oder ist sie tatsächlich eine Chance? Die Frage, wie ist sie im Detail jetzt ausgestaltet? Und jetzt haben wir die Möglichkeit, darauf noch Einfluss zu nehmen, auf diesen Prozess. Denn sonst wird vermutlich das passieren, was Kritiker auch befürchten. Die sagen, naja, das Instrument würde im Grunde missbraucht von denjenigen, die sagen, naja, man muss halt den europäischen Bürgern da mal entgegenkommen. Aber so richtig mit vollem Elan machen wir das eigentlich nicht. Das Wichtige ist, dass man es tatsächlich schafft, ein Instrument auszugestalten, wo die Europäische Kommission in einem Verfahren dazu ja im Grunde gezwungen ist, sich mit einem entsprechenden Rahmen vorgetragenen Entwurf auseinanderzusetzen, auf den zu antworten, auf den zu reagieren. Und da steckt in meiner Wahrnehmung auch eine ganz große Chance drin, sowas in die breitere Öffentlichkeit zu tragen, in die Signalwirkung, die so etwas haben kann. Ja, dass die Europäische Kommission möglicherweise eben nicht sieht, dass irgendwelche Europafeinde mit verrückten Vorschlägen kommen, sondern sehr ernsthafte Vorschläge kommen von ja, einer großen Anzahl von europäischen Bürgern, dass sie auch sozusagen in dieser Ernsthaftigkeit ganz deutlich spüren, da ist eine Notwendigkeit da und die Bürger wollen sich äußern und die gehen das auch mit sozusagen großer Professionalität an. Ich glaube, dass das Brüssel, wie ich es also oft erlebe, sehr, sehr gut tun würde. Die Europäische Bürgerinitiative kann ein wirksames Instrument für die europäische Zivilgesellschaft werden. Dazu ist es natürlich erforderlich, dass sich die Initiativen, die es gibt und die potenziell so etwas initiieren könnten, auch um das Thema kümmern. Deswegen wollen wir ja auch mit unserer Tagung ganz bewusst NGOs an einen Tisch bringen, die auch sich äußern zu dem Verordnungsentwurf, die ihre Vorstellungen zur Verbesserung darlegen, die auch vielleicht schon ihre Pläne für mögliche Bürgerinitiativen uns offenbaren. Es ist wichtig, dass nicht nur Initiativen wie Mehr Demokratie sich einschalten, die ohnehin an demokratischen Verfahrensverbesserungen arbeiten, sondern auch die potenziellen Nutzer wie ATTAC, wie Greenpeace, wie Gewerkschaften, wie Kirchen, wie andere Initiativen, weil Europa geht uns alle an. Und das werden die Initiativen sein, die möglicherweise in den nächsten Jahren damit was anfangen. Wenn ich aufgefordert werde, mein Engagement in einem Satz zusammenzufassen, dann würde ich sagen, ich möchte das Motto »Wir sind das Volk« europäisch verstanden wissen. Aber ich glaube, dass ganz viel daran hängen wird, wie viel Unterstützung kann man mobilisieren, wie professionell trägt man das vor, mit wem verbündet man sich. Ja, die Parlamente, also sowohl das europäische als auch die nationalen Parlamente, müssten ja eigentlich ein Interesse an so etwas haben. Also kann man da nicht Koalitionen schmieden, wo man dann am Ende so viel politisches Gewicht einbringt, dass die Kommission gar nicht mehr sagen kann, wir stellen das ins Regal, sondern handeln muss.